Irgendwann habe ich mir dann gesagt, also du kannst nicht mehr so weitermachen, weil wenn du dauernd also immer wartest und wartest und Drehbücher wegschickst und nochmal wartest, dann bist du 50 und hast immer noch nichts gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich muss mir jetzt eine Kamera kaufen und einfach anfangen. Und dann bin ich auf den Flohmarkt gegangen, hier auf den Polenmarkt und habe mir eine Super 8 Kamera für 80 Mark gekauft und habe gestartet, bin gestartet damit. Und habe natürlich am Anfang alles falsch gemacht. Also die Belichtung war falsch, alles, eigentlich alles war falsch. Ich hatte technisch keine Ahnung, ich hatte auch vorher gar nicht fotografiert. Eine technische Katastrophe. Aber ich bin dann dem Kopierwerk 3 Wochen lang immer auf den Wecker gegangen, habe gesagt, also was habe ich da falsch gemacht, warum ist das so unterbelichtet und so. Dann haben die mir ein paar Tipps gegeben mit der Belichtung und so weiter. Und das habe ich 3 Wochen lang durchexerziert. Und dann konnte ich das Bild technisch erreichen, was ich haben wollte. Also der erste Film hat ganz knapp gesagt, wir haben natürlich niemanden bezahlen können. Der erste Film hat reine Herstellungskosten waren 5.000 Mark. Also für einen abendfüllenden Spielfilm praktisch. Auf Super 8 und dann aufgeblasen auf 16 mm. Die Sache war aber die, wir konnten das eigentlich nur machen, also wir wären schon, bald hätten wir kein Geld mehr gehabt, wenn nicht meine Oma in der DDR gestorben wäre damals. Weil auch Super 8 Film war sehr teuer und nach 3 Wochen hatten wir eben kein Geld mehr. Und dann ist, wie gesagt, diese Oma gestorben und die hat mir ein Bankkonto hinterlassen mit Ostgeld. Damals stand die Mauer noch und mit Ostgeld konnte man eigentlich gar nichts anfangen. Bloß dann haben wir herausbekommen, dass man also eben im Osten auch russischen Rohfilm kaufen kann. Und damit haben wir dann, also wir haben das Bankkonto geplündert von meiner Oma und haben eben diesen russischen Rohfilm gekauft und haben den in Friedrichstraße über die Grenze geschmuggelt. Und eigentlich nur durch dieses Bankkonto der Oma konnten wir überhaupt den Film fertig machen, weil wir uns sonst das Material gar nicht hätten leisten können. Also wenn Rashid im Bild war, dann habe ich ihn aufgenommen. Wenn er im Bild war, hat er mich aufgenommen. Und wenn wir beide im Bild waren, dann haben wir die Kamera einfach auf ein Stativ gestellt, also alles genau eingestellt und irgendjemand gefragt, der gerade vorbeikam. Also eine Oma, ein Student, ein polnischer Bauarbeiter. Ja. Also wir hatten bei dem ersten Film bestimmt 100 Kameramänner. Bei mir ist es so, mir fällt eigentlich immer zuerst der Titel ein. Ja, ich habe immer zuerst den Titel. Also der erste Film heißt ja Die Kunst, ein Mann zu sein. Und das fanden alle ganz witzig und wir hatten noch gar keine Story dazu. Das war einfach so ein Einfall. Und also ganz langsam, das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich dann wirklich eine Story zum Titel hatte. Genauso war es beim zweiten Film. Da war auch, es war sofort da der Titel Der König von Kreuzberg. Weil ich meine, Kreuzberg verbindet man normalerweise nicht mit Adel oder Aristokratie. Was mich am Film interessiert, ist, wenn er die Illusion erweckt, dass das, was da jetzt passiert, real ist, ja, dann interessiert mich der Film. Und deshalb interessieren mich eigentlich auch nur Filme, die eben diesen autobiografischen Touch haben. Also ich habe gerne Filme, wo ich merke, derjenige, der den gemacht hat, der ist da auch wirklich drin, das ist der. Und genau so ist es in beiden Filmen. Also das sind wir. Bei dem zweiten Film, den haben wir eigentlich aus Erlösen vom ersten Film, die nun nicht überwältigend waren, aber eben das waren kleinere Summen, mit denen man mal schon mal weitermachen konnte. Also aus Erlösen des ersten Films haben wir dann den zweiten Film zumindest starten können. Und sagen wir mal, mit viel Überzeugungskraft muss man eben die Leute dazu bringen, mitzumachen bei der Sache umsonst. Also sonst ist es überhaupt nicht machbar. Das Einzige, was wir wirklich gezahlt haben, sind die Materialkosten und die Musikkomposition. Mitten beim Dreh ging uns plötzlich das Geld aus, weil immer alles teurer wird, als man erst plant. Und wir hatten erst das Filmmaterial vom DDR-Fernsehen bekommen über dunkle Kanäle, Schwarz-Weiß-Material, was da eh nicht mehr gebraucht wurde. Als dann aber die Vereinigung kam, ist diese Quelle versiegt, wir konnten also kein Material mehr kriegen. Und wir haben dann gedacht, wir müssen die Produktion schmeißen, weil wir hatten kein Geld mehr, kein Material mehr, nichts. Und dann haben wir dann in der zweiten Hand eine Anzeige geschaltet, also einfach angerufen und gesagt, wir brauchen Filmmaterial. So über jemand, der noch was übrig hat, billig. Und der Einzige, der sich gemeldet hat, war ein 90-jähriger Filmamateur aus Ost-Berlin. Und der hatte noch 300 500-Meter-Rollen von Schwarz-Weiß-Material eben.
Und das Verfallsdatum war aber, lag noch von vor dem Mauerbau und vor meinem Geburtstag. Aber wir haben das praktisch umsonst gekriegt, für sehr billig. Und wir haben das mitgenommen, das Zeug, haben gedacht, wenn wir das jetzt in die Kamera einlegen, dann wird das zu Staub, ja. Aber komischerweise, war seltsamerweise erstaunlich gut, ja. Und 30% des Films sind auf dem Material gedreht jetzt. Nur so konnten wir die Sache überhaupt fertig machen.